einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind ja schon richtig jodrupp. Sie sind jedenfalls besser drauf als die Dame, der ich gerade im Foyer ein Kompliment machen wollte. Sag, schöne Frau, hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, was für schöne Augen Sie haben? Ja, sagt sie, jede Menge. Ich habe eine Liste in der Handtasche. Wollen Sie sich eintragen? Das beweist doch wieder, dass wir Männer die reinsten Pechvögel sind. Mein Freund sagte vor kurzem, das war vielleicht eine Scheißwoche. Sag, warum das denn? Na ja, seit am Montag habe ich mein Auto zu Schrott gefahren, am Dienstag bin ich die Treppe runtergefallen, am Mittwoch habe ich meine Frau verlassen und am Donnerstag muss ich Konkurs anmelden. Mein Gott, sag ich, das ist ja furchtbar. Gab es denn überhaupt nichts Positives in dieser Woche? Doch, seit am Freitag, der Schwangerschaftstest meiner Sekretärin, der war positiv. Ja, das sehen Frauen ja auch viel positiver. Die denken ja auch viel positiver. Die Frau meines Freundes war im letzten Jahr Karneval feiern und kam erst nach 2 Tagen wieder nach Hause. Voller Sorge, sagt der Mann, wo warst du denn so lange? Ich hab mir Sorgen gemacht. Sagt sie, stell dir mal vor, 2 Männer haben mich entführt und haben mich 3 Tage vernascht. Wie, sagt ihr 3 Tage? Du warst nur 2 Tage weg. Stimmt, sagt sie, einmal muss ich noch hin. Das hat gesessen. Im Gegensatz zu der älteren Dame, die in der Straßenbahn überhaupt keinen Sitzplatz bekam, hat sie immer so wütend und verärgert mit ihrem Stock auf den Boden aufgestoßen. Da sagt so ein kleiner Pfleger, der sie in dem Sitz rumlümmelte, du Omaschen, hättest du mal ein Jümmchen unten am Spitz, dann würdest du nicht so einen Lärm machen. Konnte die Oma, hätte dein Vater sich mal ein Jümmchen auf den Spitz gemacht, dann hätte ich jetzt einen Sitzplatz. Womit wir dann wieder bei Dienstleistungen wären, ne? Dienstleistungen in Deutschland, vergisset. Der Deutsche ist schon bedient, wenn er morgens aufsteht. Es ist zu kalt, zu warm, zu nass oder zu trocken. Deutschland ist das Land, wo die Leute alle mit so einer Fleppe rumlaufen und sich jenseitig das Leben schwer machen, ne? Allein in Köln haben wir im letzten Jahr jede Menge neuer Domina-Studios aufgemacht. Die Leute geben ein Vermögen aus, um sich zu quälen und demütigen zu lassen, ne? Früher war das billiger. Man ging einfach mal schnell um das Straßenverkehrsamt und schon war der Tag gelaufen. Alles hat sich verändert, ne? Selbst die Märchen sind heute anders, ne? Zum Beispiel Rotkäppchen. Rotkäppchen geht durch den Wald und sieht im Gebüsch den Wolf sitzen. Sagt Rotkäppchen, hör mal Wolf, was hast du denn für große Augen? Knurrt der Wolf, dann nimm mal in Ruhe kacken, kann man hier. Die Zeiten haben sich geändert, ne? Kennt ihr die polnische Nachtwanderung? Mit der Taschenlampe durch in Aldi. Seit Jahrzehnten galten die Atome als die kleinsten Teilchen auf der Welt. Mittlerweile haben die Forscher ein noch kleineres Teilchen entdeckt und sie nennen es Smart. Die Automarke Smart, die muss übrigens hier ihre Produktion einstellen, da die Zuliefererfirmen streiken. Vor allen Dingen die für Achsen und Räder, Lego und Fischertechnik. Ja, der Smart ist schon ein lustiges Auto, ne? Jetzt hat er auch noch einen 2. Preis im Windkanalwettbewerb gewonnen. Den 1. Preis macht er eine Schrankwand. Wissen Sie eigentlich, wie Sie den Wert eines Smarts verdoppeln können? Volltanken. Und das bei diesen teuren Benzinpreisen, ne? Jeder Tropfen ist kostbar. Viele Männer schütteln zurzeit an der Zapfsäule sorgfältig als auf der Toilette. Aber wie heißt es immer so schön, wer noch nie besoffen war am Rhein, der hat auch noch einen Führerschein. Da kommt ein Mann morgens, an dem Morgen nach dem Vatertag, sturzbetrunken, mit Lippenstift am Kragen nach Hause. Seine Frau brüllt, ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du in diesem Aufzug morgens um 6 Uhr heimkommst. Und ob, laut der Frühstück. Ja, im richtigen Augenblick, die richtige Antwort, darauf kommt es an im Leben. Ich war neulich in meiner Stammkneipe, da stand neben mir ein sächsisches Ehepaar, die hatten sich gerade 2 Kölsch bestellt. Der Wirt kommt mit der Kölsch, stellt die auf die Bierdeckel drauf. Nach kurzer Zeit sieht der Sachse, nutzt bitte schön, Herr Wirt, nochmal 2 Kölsch. Der Wirt kommt mit dem Bier,
stellt die ab und wundert sich, wo die Bierdeckel geblieben sind. Stellt die Bier aber einfach ab, worauf sie sagen, nur erwirkt und wo bleiben die Kekse? Die Sachsen, ne? Laut Umfrage sollen die Ostdeutschen ja mehr Spaß am Sex haben. Ich meine, für mich ist das logisch. Wer früher 5 Stunden für Bananen anstand, der weiß, was Vorspiel bedeutet. Aber im Alter wollen sie es ja auch alle noch mal wissen, ne? Da wetten zwei 80-Jährige, wer am weitesten pinkeln kann. Da sieht der Erste, wie weit bist du denn gekommen? Sieht der Andere, ich hab die Schuhe nass. Sieht der Ein Jod, hast du gewonnen. Ja, meine Damen, wissen Sie denn, woran ein Mann merkt, dass er alt wird? Wenn ihn die Apothekerin fragt, soll ich die Kondome als Geschenk einpacken? Nun kann man ja das Alter der Männer auch gut mit Autos vergleichen. Ne? Dann ist zum Beispiel der Mann zwischen 20 und 30, der ist wie ein Rennwagen. Ne? Voller Power, immer auf der Überholspur und wenn er bremst, steht er gleich. Der Mann zwischen 30 und 40, der ist mehr wie ein Cabrio. Ne? Nach allen Seiten offen und zu jedem Modellwechsel bereit. Der Mann zwischen 40 und 50, der ist wie ein Postauto, immer im Einsatz bei regelmäßigem Verkehr. Der Mann zwischen 50 und 60, der ist mehr wie so ein Geländewagen. Er kennt alle Höhen und Tiefen, verkehrt aber nur noch bei schlechtem Wetter. Naja, gut. Der Mann zwischen 60 und 70, der ist mehr wie ein Oldtimer. Er macht zwar einmal im Jahr noch eine Spritztour, muss aber mit der Hand angeworfen werden. Verreisen ja meistens, um zu vergessen. Ne? Bei meinem Freund Hugo war das ein voller Erfolg. Auf unserer Tour nach Oberstaufen. Da hat er im Zug seinen Koffer vergessen, im Lokal sein Handy und im Hotel hat er vergessen, dass er verheiratet ist. Ich fahre ja immer nach Oberstaufen, weil es da keine Japaner gibt. Ne? Ja, das heißt immer so schön, Japaner, die sonst alles kaufen, winken ab bei Oberstaufen. Ich bin dann noch gleich in so einen Tracht in die Chef reingegangen, habe mich so ein bisschen bayerisch eingekleidet, ne? Lederhose mit Latz, Wadenwickler, Trachtenhut. Und damit mich auch jeder für einen Bayern hält, habe ich über ein halbes Jahr einen bayerischen Sprachkurs besucht. Jetzt wollte ich ja gleich mal testen, bin ich in so einen Chef rein, sag ich, grüß Gott, ich mag ein Leberkäse und eine Fleischwurst. Seht die Verkäuferin, sagen sie, ein Kölner? Enttäuscht, sag ich, wie haben Sie das denn gemerkt? Ja, sagt sie, im Blumengeschäft. Es gibt ja immer viele Schweizer, die nach Oberstaufen fahren. Ich habe mal gehört, man soll einem Schweizer samstags keine Witze erzählen, da der sonst sonntags in der Kirche lacht. Aber eins haben die Schweizer, die haben eine Tradition. Und ihre Tradition ist ja Armbrustschießen. Ich konnte auch mal bei so einem Wettbewerb mitmachen, muss ich mal erklären. Also in 20 Meter Entfernung haben sie einen Österreicher hingestellt, dem haben sie einen Apfel auf den Kopf gesetzt. Als erstes schoss ein Engländer, trifft den Apfel und sagt ganz stolz, I am Robin Hood. Als nächstes schoss der Schweizer, trifft den Apfel und sagt ganz stolz, I am Wilhelm Tell. Jetzt kam ich an der Reihe. Ich lege an, schieße und patsch, dem Österreicher mitten um die Stirn. Oh, sag ich, I am sorry. Ja, sportlich war ja im letzten Jahr auch einiges los. Ne? Ich meine, die Formel 1 war ja letztes Jahr nicht besonders aufregend, ne? Oder? Also nachdem Schumi im letzten Jahr fast alle Rennen gewonnen hatte, hat man nun beschlossen, um die Formel 1 spannend zu halten, dass in diesem Jahr alle anderen Fahrer künftig schon samstags starten. Ja, Toyota will doch auch Schumi kaufen. Die haben bisher den japanischen Rennfahrer gehabt, aber der hielt alle 500 Meter an, um zu fotografieren. Und dann Rubens Barrichello, der ewige Zweite, ne? Der hat schon überlegt, an seinem Ferrari in Leverkusen noch ein Nummernschild anzubringen.
Na ja, gut. Im Jahr 2005, da steigt ja auch Lada in die Formel 1 ein. Die haben jetzt Audi als Sponsor gefunden. Jeder will doch heute der Erste sein, ne? Kennen Sie den blonden ostfriesischen Rennfahrer, der beim großen Preis auf dem Nürburgring 20 Mal an eine Box musste? Einmal zum Auftanken, einmal zum Reifenwechsel und 18 Mal, um am Weg zu fragen. Naja, durch die Weltmeisterschaft im Fußball letztes Jahr ist das ja auch ein Thema, ne? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe ja auch mal in der Nationalmannschaft gespielt, ne? 18 Minuten, dann haben Sie es gemerkt. Nein, es gab auch viel Kritik bei der Weltmeisterschaft. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn Jenny Elvers so viele Chancen ausgelassen hätte wie Oliver Bierhoff, wäre die heute noch Jungfrau. Dann gab es natürlich auch viel Spott über das frühe Ausscheiden mancher berühmter Fußballnationen. Ne? Zum Beispiel, wenn das kleine Entchen weinend im Fluss schwimmt, kommt das Krokodil und sagt, warum weinst du denn? Ach, sagt das Entchen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ach, sagt der Krokodil, du bist eine Ente, gelber Schnabel, Gefieder, schwimm heute. So, sagt die Ente, und wer bist du? Ja, sagt der Krokodil, dann rate doch mal. Hier, sagt die Ente, kurze Beine, große Klappe, Lederjacke, Fußball spielen kannst du auch nicht, du bist Italiener. Nun kann ja Fußball auch sehr aggressiv machen, ne? Wie der Richter zu Angeklagten sagt, hören Sie mal, Sie geben also zu, dass Sie Ihren Ehemann während der WM bei der Fußballübertragung erschossen haben. Ja, Sätze. Und Sätze, was waren seine letzten Worte? Nun schieß doch endlich, du Pfeife. Golf ist ja bekanntlicherweise der Lieblingssport vieler Prominenter, ne? Das liegt direkt daran, wenn man mit einem kleinen Handicap schneller einlochen kann, ne? Da seht ihr eine Golfer zum anderen. Hör mal, kannst du schon an die letzte Party, Golfparty erinnern, wo du so früh nach Hause gegangen bist? Ja, seht ihr, und? Ja, seht ihr, da habe ich mit deiner Frau geschlafen. Jans entrüstet, seht ihr, was hast du? Ja, seht ihr, das tut mir leid, aber das ist nun mal passiert. Nur, hör mal, wie ist das jetzt? Sind wir jetzt eigentlich verwandt? Nee, seht ihr, verwandt nicht, aber quitt. Ein Golfer, der stand gerade an Loch 7, will zum Schlag ausholen, da hört er hinter sich eine hysterische Frauenstimme. Erschreckt dreht er sich um, eine Frau im weißen Hochzeitskleid kommt über den Golfplatz gelaufen und schreit, du Ekel, du Schwein, du Betrüger. Moment, sagt der Golfer, ich hab gesagt, nur falls es regnet. Aber Golfer, die sind ja normalerweise sehr, sehr tierlieb, sehr, sehr naturverbunden, ne? Ein Golfer, der hätte fast mit seinem Golffahren hätte den Frosch überfahren. Im letzten Moment kann er noch bremsen. Da verwandelt sich der Frosch in eine Fee und sagt, du hast mir das Leben gerettet, dafür hast du einen Wunsch frei. Ohne lang zu überlegen, seht ihr, da möchte ich der beste Golfspieler von Deutschland werden. Naja, seht die Fee, den Wunsch kann ich dir erfüllen, aber es hat einen Haken, dein Sexleben wird darunter leiden. Seht ihr, das ist mir ganz egal. Hauptsache, ich bin der beste Golfspieler von Deutschland. Ein Jahr später erscheint ihm wieder die Fee und sie fragt ihn, wie es ihm geht. Ach, seht ihr, super. Erst war ich Vereinsmeister, dann Landesmeister und jetzt bin ich der beste Golfspieler von Deutschland. Naja, seht die Fee, aber mit deinem Sex, da klappt es nicht mehr so. Ach, seht ihr, das würde ich nicht sagen. Ich hatte immer im letzten Jahr viermal Sex gehabt. Na ja, seht die Fee, viermal im Jahr, das ist doch nicht allzu viel. Oh, seht ihr, da will ich nicht sagen, viermal im Jahr ist ja nicht so schlecht für einen katholischen Landpfarrer. Aber Frauen haben ja auch für alles immer eine Ausrede, ne? Da kommt eine Frau durchs Möbelzentrum, durch die Teppichabteilung, sie fasst einen Teppich an. Im selben Moment entfleucht ihr ein laut hörbarer Pups. Erschrocken dreht sie sich um. Sieht in das erstarrte Gesicht des Verkäufers, fängt sich aber sofort wieder und fragt den Verkäufer, was kostet dieser Teppich? Seht der Verkäufer süffisant, gnädige Frau, wenn Sie beim Anfassen schon pupsen müssen, dann scheiße ich in die Hose, wenn ich in der Preis sage. Ja, Frauen sind preisbewusst. Frauen sind geschäftstüchtig. Letzte Woche kommt eine gut situierte Dame mit ihrem Porsche bei uns in Porz auf der Wochenmarkt gefahren, stellt sich neben der Kartoffelstand, steigt aus und sagt, ich hätte gern 10 von Kartoffeln. Seht der Händler weibliche oder männliche Kartoffel? Ach, seht sie mit das auch? Ja, dann lieber weibliche Kartoffel. Seht der Mann sich schon mal den Kofferraum auf? Der schüttet der die 10 von Kartoffeln in den Kofferraum von dem Porsche. Da schreit die um Gottes Willen, sie machen mir den ganzen Kofferraum schmutzig. Ja, seht ihr, hätten sie männliche bestellen müssen, die sind im Sack.
am heutigen Abend bei der ZDF-Sitzung feststelle, nur zufriedene Menschen. Ein Mensch, der lacht, ist meistens auch zufrieden. Ich kannte mal einen Mann, der war so unzufrieden, er wollte sich das Leben nehmen. Da hat er versucht, sich aufzuhängen. Das ist ein Teil ihres, der überlebte. Dann hat er versucht, sich zu erschießen. Da hat er vorbeigeschossen, er überlebte. Dann ist er ins Wasser gesprungen, wollte sich ertrinken, war jetzt drin, er überlebte. Zu guter Letzt hat er die Astern aufgedreht, hat vergessen, ein Fenster zuzumachen und wurde abermals gerettet. Und jetzt kommt der Blödsinn. 3 Wochen später kam die Jahresrechnung, hat er einen Schlag gekriegt. So, das war's für heute, liebe Leute. Zum Schluss mein Wunsch, klatscht man ins Fötchen. Es bedankt sich recht herzlich der Mann mit dem Hötchen.